Das hier ist die BEMA Saugkehrdüse. Geniale Saugtechnologie kombiniert mit einer Kehrmaschine. Eine absolute Granate, wenn es um das Aufnehmen von Laub, Grünschnitt oder sogar Müll geht. Einfach drüber fahren und schon wird alles aufgesogen. Die 200 mm Kehrwalze hilft hier beim Lösen von nassem Laub. Und das vor der Absaugung vom Boden. Jetzt kann ich natürlich nicht nur Laub saugen und kehren, sondern auch Sägemehl, Stroh, Dreck, alles was so rumliegt. Mit alles meine ich natürlich auch Grünschnitt oder nach dem Vertikutieren Rasen aufsaugen. Und ist es auch kein echter Rasen, das macht uns gar nichts. Ein extra Gimmick ist hier diese pendelnde Einzugswalze. Die sorgt nämlich für störungsfreien Einzug und es gibt keinen Materialstau mehr vor der Maschine. Partys feiern ist auch kein Problem. Alles wird einfach gekehrt und aufgesogen. Möglich ist auch Seitenkehrbesen links, rechts, ohne oder beide. Durch die beiden Seitenkehrbesen vergrößere ich meinen Arbeitsbereich von 1200 mm auf 1800 mm. Dabei regle ich beim Seitenkehrbesen die Drehzahl über die Side Control individuell oder konstant. Also so, wie es mir passt. Wählen kann ich zwischen PPN, Stahl-PPN, Flachdraht und meinem persönlichen Favoriten Wildkrautbesatz. So, und jetzt kommt's. Mit nur einem hydraulischen Steuerkreis kann ich die Kehrwalze, den Seitenkehrbesen und das Häckselgebläse antreiben. Je nach Trägerfahrzeug kann das Häckselgebläse auch mechanisch angetrieben werden. Doch das Allerbeste, ich kann mir meine BEMA Saugkehrdüse selber zusammenstellen. Entweder nehme ich meinen Sammelcontainer mit Saugkehrdüse und Häckselgebläse oder bei vorhandenen Saugcontainern die Saugkehrdüse ohne Häckselgebläse. Ein neues Feature ist der BEMA Kippcontainer. Mit 1350 Litern bietet er sehr viel Platz und lässt sich mit einer Auskipphöhe von 1,5 Metern einfach entleeren. Natürlich mit Beleuchtung und Nummernschildhalter. Genial ist auch die Anhängerkupplung für einen zusätzlichen Anhänger. Den Kippcontainer gibt es auch mit Häckselgebläse im Heck. Diese Kombi gibt es auf Wunsch auch mit abnehmbarer Handsaugdüse. Optimal für schwer zugängliche Stellen. Das ist aber längst noch nicht alles. Ich kann nämlich meinen Kippcontainer mit Häckselgebläse auch mit meinem Mähwerk kombinieren. Meine Lieblingskombi ist die komplette Heckeinheit. Also Saugkehrdüse, Häckselgebläse und der Kippcontainer. Im Nullkomma nichts angebaut und einsatzbereit. Der Clou? Vorne ist Platz für ein weiteres Anbaugerät, wie zum Beispiel der BEMA Grubi Light. So kann ich Wildkraut gleichzeitig beseitigen und einsammeln. In der Früh muss jetzt nur noch einer aufstehen, denn vielleicht ist es euch aufgefallen, ich schaffe alle Arbeit alleine. Ein wirklich innovatives, geniales Werk. Dieses Saugkehrsystem von BEMA.